Welchen findest du da am niedlichsten? Also gibt es da einen, wo du sagst, oh, der Hund gefällt mir eigentlich am besten bei dem Spiel? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst eine neue Quest-Folge von Star Stable Online. Und ich stehe hier bei Konrad, da habe ich nämlich das letzte Mal was abgegeben und konnte da nicht weitermachen, weil da die, ja, da musste ich abwarten. Und jetzt frage ich mal, ob er das Schloss fertig hat für Fort Pinter. Hi Konrad! Aida, du bist spät. Als du bei Sonnenaufgang nicht da warst, bin ich selbst nach Fort Pinter gereist, um das Schloss zu montieren. Es ist super geworden. Genieße mein Handwerk, wenn du das Geschäft betrittst. Los, reit los, Aida! Ja gut, alles klar, weiß ich Bescheid, Konrad. Reite zurück nach Fort Pinter und berichte dem Wächter. Gut, aber bevor ich dahin reite, würde ich sagen, düse ich jetzt erstmal Silverglade und guck, ob die Tierärztin, die sollte nämlich die Tiere chippen, ob die das vielleicht gemacht hat. Vielleicht ist die ja auch schon fertig, dann wäre es schnell gegangen heute. Mal gucken. Ich bin gespannt, ne? Weil da hat es ja dann aufgehört. Ich denke mal, die Quest geht dann da weiter. Mir gefällt der Wächter ja, ne? Ich finde den richtig cool. Ich mag den sehr. Ich mochte den schon mit der Quest gerne, weißt du, mit dem Boot. Das fand ich schon ganz lustig. Okay, ich düse mal zu der Tierärztin hin und sag bis gleich. So, hier bin ich. Hallo, Frau Tierärztin. Tiere wurden markiert. Hallo, Aida. Die Tiere markieren? Ich war heute Morgen dort und habe alles angeordnet. Du kannst also zurückreiten und es dem Wächter berichten. Mach's gut. Ja, dann reite nach Fort Pinter und sprich mit dem Wächter. Würde ich sagen, reite ich mal nach Fort Pinter und spreche mit dem Wächter. Aber du musst natürlich nicht den ganzen Weg mit mir reiten. Du kannst dir ja derweil einfach das Championat angucken und dann sehe ich dich gleich in Fort Pinter wieder. Bis gleich. So, und heute gibt's dann mal das Championat des Jorvik-Stalls zu sehen. Das mache ich auch echt. Das gehört auch somit zu meinen Liebsten eigentlich. Das mag ich ganz gerne. Und während ich da wieder so vor mich hinreite, den ein oder anderen Fail, du weißt schon, Bäume knutschen, Sicherheit kümmern, alles diese Dinge, die man so während der Championate macht, plaudere ich ein bisschen. Oh, ist das schlimm mit meinem Wasser, oder? Also wenn ich das Wasser da im Hintergrund so sehe, da kriege ich echt, hoffentlich fixen die das, ey. Das sieht echt schlimm aus. Gut, okay, morgen ist Update. Ich hoffe, dann geht's. Ansonsten schmeiße ich das Spiel einfach mal runter und mach neu. Guck dir das an, dieser Zaun. Jedes Mal. Also ich müsste eigentlich mittlerweile, dürfte der Zaun gar nicht mehr stehen bleiben. Wenn da jemand auch nur gegen hustet, müsste der umfallen. So oft, wie ich da schon gegen gedonnert bin. Volle Karacho, ey. Ach so, siehst du, eine kleine Neuigkeit gibt's noch vielleicht. Es kommt ein neuer Upload-Plan und da du dieses Video fleißig schaust, erfährst du schon vorher eine der Neuigkeiten. Und zwar gibt es jetzt meinen Star Stable Stream. Es gibt jetzt einmal in der Woche einen festen Star Stable Stream. Normalerweise durfte ja immer ausgewählt werden, welche Spiele und so. Und keiner wusste genau, wann was kam. Und ja, irgendwie hat das oft für Verwirrung gesorgt. Und jetzt habe ich gedacht, mache ich einen festen Star Stable Online Stream in der Woche. Und zwar wird der am Sonntag sein, am Sonntag um 17 Uhr. Ich bin da immer auf Server 4, also falls du da Lust hast, im Normalfall leveln oder Gruppenrennen machen oder irgendwas, lasse ich mir dann schon einfallen. Im Moment level ich ja noch den kleinen Wild Dream, ne? Der braucht noch ein paar Level, bis er dann 15 ist und so. Und ja, also lade ich dich herzlich ein, Sonntag um 17 Uhr zum Star Stable Stream. Jetzt jeden Sonntag, ist vielleicht ein bisschen einfacher zu merken, oder? Übrigens, die Ilva wird das ausgesprochen, oder? Ich glaube schon. Fast Hunter, die ist hier an mir vorbeigeprescht. Sie rast wie eine Verrückte. Die Haare wehen im Wind, ich versuche sie einzuholen, aber ja, auch das hier jetzt hilft mir nicht wirklich weiter. Also, die ist wirklich schnell. Wir liefern uns hier jetzt. Es ist wirklich ein so spannendes Championat. Bin ich schon sehr lange nicht mehr geritten. Und das sieht man jetzt hier auch wirklich. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie hat mich eingeholt. Jetzt habe ich sie wieder eingeholt. Doch, sie schließt schon wieder auf. Sie rast hier wirklich wie eine Verrückte. Jetzt kommt es echt auf die letzten Meter an. Und ich kürze ja immer über den Zaun nicht ab, weil ich, Achtung, meine Damen und Herren, einfach zu doof bin, darüber zu springen.
Deswegen reite ich hier natürlich jetzt rum. Wird Ilva auch rumreiten und tatsächlich kürzt sie auch nicht ab. Aber sie nimmt die Kurve viel geschickter und viel enger. Und du siehst, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich gebe nochmal alles. Ich möchte, dass das Blümchen gewinnt. Und lauf doch, Blümchen, lauf. Aber es reicht nur für den zweiten Platz. Ich gratuliere also von ganzem Herzen der Ilva Fast Hunter zu Platz 1. Gut gemacht. Und Alexandra Puppyhaus belegt dann noch Platz 3. Herzlichen Glückwunsch. So, werter Herr Wächter, ich bin da und anscheinend ist alles erledigt. Denn die Tiere wurden markiert. Berichte! Die Tiere sind markiert! Ausgezeichnet! Auf geht's! Ja, und das Schloss sollte auch da sein, eigentlich. Berichte! Das Schloss ausgeliefert! Ausgezeichnet! Auf geht's! Aida, weißt du was? Ich habe mir einen Hund bestellt. Genau wie du es vorgeschlagen hast. Die blutrünstige Bestie ist endlich im Tiergeschäft angekommen. Kannst du sie nicht für mich abholen? Er ist sicher ganz wild und böse. Hole den Hund für den Wächter. Meinst du, dass ein wilder, böser Hund für dich das Richtige ist? Ich glaube ja eher, dass der im Kern so ein ganz netter, kuscheliger Typ ist und nur nach außen so den harten Macker markiert. Ich gucke jetzt aber mal im Tiergeschäft nach. Ich schau mal, ob da wo der große, böse, wilde Hund ist. Auf geht's, mal gucken. Hallo, hast du einen großen, wilden, bösen Hund? Nee, du hast hier gar nichts, oder? Du hast hier Hunde, aber keine großen, wilden, bösen. Mal gucken. Nee, sieht nicht danach aus. Ha. Ah, hier. Da muss ich ihn rausholen. Ach, guck mal, die sind so niedlich, oder? Welchen findest du da am niedlichsten? Also gibt es da einen, wo du sagst, oh, der Hund gefällt mir eigentlich am besten bei dem Spiel? Meine Frage der Folge heute, welcher Hund aus Star Stable Online gefällt dir eigentlich am besten? Ich finde, also ich mag momentan den Braunen ganz gern, ich nehme das hier mal, den Braunen ganz gerne, den ich bei Dream Princess in der Satteltasche habe. Und guck mal, hier habe ich gar kein Tier mit jetzt. Ich mag auch den braunen Labrador, ich finde auch den Dalmatiner süß, aber der hellbraune gefällt mir momentan am meisten, den ich aus Jalaheim geholt habe. Den finde ich mega süß. Ich bin mal gespannt, welchen ihr am niedlichsten findet von den Hundis. So, bitteschön, hier ist deine rasende Bestie. Willkommen, mein neuer Kamerad. Du bist nicht besonders furchteinflößend. Aber ich werde dich zu einem richtigen Wachhund ausbilden. Alle Schurken und Diebe werden vor Angst schreien, wenn sie dich sehen. Aida, er soll Rambo heißen. Rambo, gib Acht! Gib Acht! Was machst du da, Rambo? Oh, nein, jetzt ist mein Hosenbein ganz blau. Aber ich kann dir nicht böse sein, Rambo. Oh, bist du süß. Guck mal, wie niedlich. Ah, der ist ja echt süß. Oh Gott, okay. Oh, jetzt habe ich hier ganz viele Quests. Okay, Jennas Katze. Sitz! Rambo, sitz! Du willst nur da sitzen und mit dem Schwanz wedeln? Das sieht recht witzig aus. Hätte ich auch einen Schwanz, würde ich das auch so machen. Ich muss mehr darüber erfahren, wie man Hunde trainiert. Das ist nicht ganz einfach. Und er ist so süß. Ich kann nicht böse sein. Wie auch immer, ich habe dem Mädchen im Tiergeschäft versprochen, mich um alle Lieferungen zu kümmern, die wegen der großen Flucht verspätet sind. Du kannst auch helfen? Ja, klar, ich helfe dir da gerne bei. Super! Jenna aus dem Moorlandstall hat eine Katze bestellt. Sie ist noch im Tiergeschäft, dort, wo Rambo saß. Hol sie ab und liefer sie aus. Nein, Rambo, nicht da pinkeln. Okay. Und weiter geht's. Ein Kaninchen für Feargroove. Platz, Rambo, Platz. Nein, also will es wohl den ganzen Tag nur mit dem Schwanz wedeln. Ja? Ach, du bist so süß, wenn du das machst. Wir machen mit deiner Ausbildung später weiter. Boah, das mit dem Hundetraining ist echt schwer. Also, die nächste Lieferung ist für Felicity in Firegrove. Sie hat ein kleines Kaninchen bestellt, damit die Pferde im Stall ein wenig Gesellschaft haben. Es ist noch im Tiergeschäft. Bring es zu ihr. Nein, Rambo, nicht in meinen Schuh beißen. Okay, mach ich. Dann eine Katze für den Ratsmann. Roll rüber, Rambo. Roll. Roll? Du wedelst nur mit dem Schwanz.
Ja, ja, wähle du mal. Du bist sehr gut darin, das muss ich dir jetzt schon sagen. Die nächste Lieferung ist eine Katze für den Ratsmann in Silverclade. Die haben sicher Ratten im Rathaus. Nein, Rambo! Nicht das Pferd anpingeln! Tut mir leid, Aida. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Sehr schön. Ja, Rambo, bitte nicht an das Pferd pinkeln. Das ist unhöflich. Ich glaube, das findet Dream Dancer auch nicht so gut. Okay, und dann das Letzte. Hol den Ball, Rambo! Den Ball! Hol ihn! Ach, Wedel, Wedel. Du wedelst wirklich gerne, gell? Ja. Der Butler von Weingarten hat einen Hund bestellt. Er fühlt sich sicher ein bisschen einsam. Er sitzt noch im Tiergeschäft. Nein! Nicht in den Brunnen pinkeln, Rambo! Nein! Aus! Nein! Okay, während Rambo überall hinpinkelt, gehe ich mal die Tiere hier aus dem Geschäft raus. Und die kann ich dir. Das ist echt der Knaller, ey. Ich bin mal gespannt. Also, so ein Hundewelpe. Aber Hundewelpen machen ja eigentlich auch nicht viel anderes, außer Sachen anknabbern, überall hinpieseln und einfach super knuffig niedlich sein. Das ist Aufgabe von Welpen, oder? Was für eine tierische Folge heute. Noch eine. Komm her. Und den Hund auch noch. Zack. Na komm schon. Na, ich kann das nicht nehmen. Jetzt aber hier. Sehr gut. Ich glaube, jetzt habe ich alle Tierbabys erwischt. Und ich mache mich mal so nach und nach auf den Weg, die jetzt abzugeben. Und ich fange damit bei Jenna an und sehe dich gleich da wieder. Hallo Jenna, du Liebe. Hallo Aida. Oh, meine neue Freundin. Hallo, du Kleine. Weißt du, Aida, ich hatte früher schon eine Katze. Sie war recht hässlich und gemein und saß meistens aus dem Fass dort hinten. Sie ist vor einiger Zeit in den Wald gelaufen und seither ist sie nicht wieder aufgetaucht. Danke, wir sehen uns, Aida. Ja, gerne geschehen. Das war also das Kätzchen. Oh, da liegt sie, guck. Ah, wie niedlich, da ist sie, das Kätzchen. Ja, Mai, aber die liegt nur rum, die bewegt sich nicht. Gut, nächster Halt ist dann in Silverclade, ne? Da muss ich auch hin, glaube ich. Da sehe ich dich dann gleich wieder. Hallo, Herr Ratsmann. Hallo, Aida. Was haben wir denn hier? Hallo, du kleines Schätzchen. Ei! Sie hat mich in den Finger gekratzt. Sie ist wirklich wild. Das ist gut zum Rattenfangen. Gut, dann haben die hier also anscheinend wirklich Ratten. Alles klar. Dann viel Spaß mit dem Kätzchen. Da vorne sitzt vor der Tür. Das ist ja echt mega niedlich, ey. So, dann mache ich mich mal auf den Weg zu Godfrey, wa? Bis gleich. Hallo, Godfrey. Guten Tag, Aida. Oha. Hallo, du kleiner Hund. Du und ich werden jetzt Freunde. Komm mit, dann zeige ich dir, wo du wohnen wirst. Aida, danke. Ja, wirklich gern geschehen. Wo ist denn der kleine Hund? Was für einen Hund hat Godfrey denn bekommen? Sieht man den hier irgendwo? Ach, da vorne, guck mal. Ah, guck mal, ein Dalmatiner. Wie niedlich, gell? Ah, genau, voll putzig, schau. Sehr süß. Und jetzt muss ich nur noch zu Felicity nach Fear Groove. Und da schalte ich dich dann auch gleich wieder zu. So, da bin ich schon im wunderschönen Fear Groove angekommen. Hi, Felicity. Da. Hallo, Aida. Oh, was für ein süßes Kaninchen. Hey, mein kleiner Freund, komm, ich zeig dir, wo du wohnen wirst. Wo wohnt denn das Kaninchen? Zeig mal. Wo ist es denn? Das sollte doch im Stall den Pferden Gesellschaft leisten. Wo hat es denn hin? Ich sehe das Kaninchen nicht, ich bin blind. Ja, kann man ja mal machen. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich nochmal... Oh, das sind alles die Dailies. Muss ich jetzt nach Dings zurück, weil laufend habe ich jetzt nichts mehr. Ja, zum Security. Danke für die Hilfe. Okay, das mache ich diese Folge jetzt aber noch schnell. So, da ist er mit dem Rambo, dem Gefährlichen. Wedel, Rambo! Wedel! Gut, sehr gut. Du bist der Beste, Rambo. Hast du das gesehen? Er ist so fleißig. Der beste Hund der Welt. Er wedelt. Sofort mit dem Schwanz, wenn ich das Kommando gebe. Das können nicht viele Hunde. Danke übrigens für deine Hilfe. Hier, das ist ein T-Shirt, das ich in der Wächterschule bekommen habe. Du hast es dir wirklich verdient. Nein, Rambo!
Nicht das T-Shirt fressen! Okay, es gab ein T-Shirt, alles klar. Also, so. Oh, das ist jetzt kaputt. Das macht nichts. Bist du sicher? Okay, wir sehen uns. Ja, kein Problem. Zeig mal her das T-Shirt. Das schaue ich natürlich jetzt eben. Ach, das ist hier, da steht das Security drauf. Ja, sehr cool. Das gefällt mir. Das ist nett, alles klar. Oh ja, guck mal, das ist hinten. Siehst du, das ist zerfetzt von dem Welpen. Das ist ja lustig. Okay, alles klar. Ich bedanke mich jetzt bei dir fürs Zuschauen und dabei sein. Ich hoffe, du hattest Spaß an der Folge und mit den ganzen kleinen Tierchen. Und ich sag bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, deine Damakasch.